Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Power Tutorial. Und in dieser Folge geht es um den Energy Discharger. Und der Energy Discharger funktioniert folgendermaßen, beziehungsweise wurde erstmal hergestellt. Die Starter-Variante mit 6 Dielectric Pace, 2 Basic Capacitor Tiny und einem Dielectric Casing. Und geht natürlich entsprechend hoch, wie bei allen Power Items, hoch bis Nitro. Und da brauchen wir dann die Nitro Capacitor. Der Discharger macht das, was der Name schon sagt. Er nimmt Energie und entlädt das Ganze und speichert es im Optimalfall irgendwo hin. So, das bedeutet, wir gucken mal mit dem Starter, machen mal einen Rechtsklick. Wir gucken mal rein. Ich will jetzt hier meinen Atomic Disassembler hier reinpacken. Ihr seht, das funktioniert nicht. Dementsprechend ist das Item halt natürlich auch irgendwie so ein bisschen nutzlos, muss man sagen. Also ich will jetzt hier meinen Mecha-Suit auch wieder reinpacken. Ihr seht, auch das funktioniert nicht. Das Einzige, was halt funktionieren würde, wir haben jetzt hier einen Energy Hopper, der befüllt das, oder beziehungsweise alles, was jetzt hier im Inventar liegt, wird aufgeladen. Ich nehme jetzt hier so eine Batterie. Die Batterie wird entsprechend aufgeladen. Machen wir mal hier bis 10.000. Okay, jetzt habe ich hier 10.000 drauf. Ich nehme jetzt hier meinen Energy Discharger und kann jetzt hier diese Batterie hier reinpacken. Und dann füllt sich der interne Speicher hier auf 10.000. Und wenn ich das Ganze jetzt hier noch mit so einer Wrench zum Beispiel umkonfiguriere, nicht der Link Mode, sondern jetzt muss ich mal kurz gucken, hier Rotate auch nicht hier, sondern einmal hier Config, wenn ich das Ganze einmal umkonfiguriere, dann müsste das, wenn wir das einmal richtig haben, müsste das eigentlich dann gleich einmal umgehen. Extract. Muss ich mal gucken, Extract. Extract off. Das ist, da geht auf jeden Fall nichts. Okay. Kann ich hier nochmal irgendwie was ändern in die Richtung? Nee, hier gerade nicht. Der Speicher ist wahrscheinlich gerade voll. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal, nehmen wir mal das hier raus und packen das einmal hier rein und dann, doch, hat auf jeden Fall entsprechend funktioniert. Okay. Das heißt, nur der Speicher war gerade innerhalb des Netzwerks auf jeden Fall einmal voll gewesen. Somit alles gut. Genau, das ist auf jeden Fall die Funktionalität. Das heißt, da könnt ihr das dann hier in euer kleines Netzwerk dann oder in euer Energienetzwerk dann wieder zurückführen. Aber es ist eigentlich nicht wirklich so super sinnvoll, das Item. An der Stelle war es das vom Energy Discharger. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.